Antike Technologien, die unsere heutigen übersteigen. Je mehr wir in der Geschichte graben und je mehr wir herausfinden, desto mehr wird uns bewusst, dass wir fucking stupid sind. Heutzutage. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Also, antike Technologien, die unsere heutigen übersteigen. Ich bin gespannt, geht auch nur 12 Minuten. Gute Zusammenfassung, hoffentlich. Ich habe selber in das Video noch nicht reingeschaut, ja? Ich übernehme kein Gewehr, wir gehen rein. Mit der Zeit verlieren wir Wissen und Kultur an das unsichtbare Reich des Vergessens. Je mehr wir in der Geschichte graben und je mehr wir herausfinden, desto mehr wird uns bewusst, wie viel... Dass wir fucking stupid sind. Heutzutage. ...wir bereits verloren haben. Viele der Beweise für verlorene antike Technologien und Artefakte deuten darauf hin, dass unsere Entwicklung als Spezies möglicherweise nicht streng linear verlief. Frühe Zivilisationen haben immer wieder Entdeckungen gemacht und Techniken erfunden, die wir selbst mit all unserer modernen Technologie und unserem Wissen nicht ganz nachvollziehen können. Diese Liste ist diesen antiken Wundern gewidmet und stellt 10 der überraschendsten, genialsten und faszinierendsten antiken Technologien vor, die noch immer ein Geheimnis sind. Geil, klassische Musik feiere ich. Griechisches Feuer. Das griechische Feuer ist eine interessante historische Technologie, denn es klingt fantastisch, war völlig real und seine Zusammensetzung bleibt ein Rätsel. Diese antike Waffe wurde vor allem vom Byzantinischen Reich zwischen den 600er und 1200er Jahren eingesetzt. Sie bestand aus einem an byzantinischen Schiffen montierten Rohr, das ein dickes, gelartiges Feuer auf feindliche Fahrzeuge sprühte. What the fuck, Alter? Flammenwerfer out, man. Dutzende von relativ zuverlässigen Quellen belegen ihre Existenz, aber um 1300 hörten alle Berichte über diese Waffe auf. Es wird vermutet, dass das Rezept entweder durch den allmählichen Zerfall des Reiches oder durch den Verlust von Gebieten mit den notwendigen Zutaten verloren ging. Aber so oder so, das griechische Feuer wurde zum Mysterium. Aufgrund seiner Fähigkeiten, auf der Wasseroberfläche zu brennen und der Schwierigkeit, es zu löschen, glauben die meisten Experten, dass es zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit dem modernen Napalm hatte. So Öli-Vibes-mäßig oder was? Eine Öldecke aufs Wasser draufgehauen und drin gezündet einfach. Lycurgus-Becher. Der Lycurgus-Becher aus dem 4. Jahrhundert wäre schon... Griechisches Feuer, das habe ich aber auch noch nie gehört. Wer von euch hat von dem griechischen Feuer schon mal gehört? Gibt's Leute im Chat? Allein wegen des kunstvollen Glaskäfigs. Lycurgus-Becher. Lycurgus? Der Lycurgus-Becher aus dem 4. Jahrhundert wäre schon allein wegen des kunstvollen Glaskäfigs, der ihn umgibt und eine mythische Szene des Königs Lycurgus darstellt. Ein erstaunliches Stück. Doch nicht nur die Schönheit der Oberfläche, sondern auch die Zusammensetzung des Lycurgus-Bechers ist ein echtes antikes Wunder und lässt die heutigen Experten den Kopf schütteln. Das Glas des Bechers ist dichroitisch. Es erscheint rot, wenn es von hinten beleuchtet wird und grün, wenn es von vorne beleuchtet wird. Es gibt nur sehr wenige andere Beispiele für diesen Effekt aus jener Zeit und keines, das so groß und vollständig oder auffällig in seiner Farbendifferenz ist. Das liegt daran, dass das Verfahren zum Erzeugen dieses Effektes eine präzise und dosierte Manipulation von Gold- und Silber-Nanopartikeln erfordert. Die Nanotechnologie war den Römern wahrscheinlich unbekannt, da wir sie erst in den 1970er Jahren entdeckten, so What the fuck? Die Archäologen mit der unbefriedigenden Annahme Ja, Assassin's Creed. Krass. Müssen, dass der Dichroismus wahrscheinlich zufällig entstanden ist. Zufall. Gibt es Zufälle, meine lieben Freunde? Heftig, Alter. Leonardos Kampffahrzeug. Achso, ich dachte UFOs. Leonardo da Vinci war vielleicht der klügste Mensch, der je auf dieser Erde gelebt hat. Hat Maxim Mankiewicz auch gesagt. Deshalb ist es so verwunderlich, dass er ein gepanzertes Kriegsfahrzeug entwarf, das nicht funktionierte. Der als Leonardos Kampffahrzeug bezeichnete schwere Panzerprototyp hatte eine konische Panzerung und sah einer riesigen Schildkröte sehr ähnlich. Vielleicht zu sehr,
wie eine Schildkröte, denn die Pläne des Fahrzeuges lassen vermuten, dass es zu schwer und zu langsam wäre, um in irgendeiner Form des Kampfes effektiv zu sein. Noch rätselhafter ist, dass die für die Fortbewegung notwendigen Zahnräder in umgekehrter Reihenfolge angeordnet waren. Dieser Fehler scheint für den genialen Ingenieur Da Vinci unwahrscheinlich zu sein. Und einige Historiker glauben, dass er die Konstruktion des Fahrzeuges absichtlich sabotiert hat, um seinen Einsatz zu verhindern. Krass, Mann, Alter. Kann man sich auch nicht vorstellen, dass so ein krasser Typ wie Leonardo da Vinci was gemacht hat, was nicht funktioniert am Ende, gell? Ford Electric Bell. Im Gegensatz zu den meisten Punkten auf dieser Liste könnten Wissenschaftler wahrscheinlich schon morgen herausfinden, wie die Oxford Electric Bell funktioniert. Oxford Electric Bell? Wenn sie es versuchen würden. Das Problem ist, dass dies bedeuten würde, dass das 181 Jahre andauernde Bell-Experiment beendet werden müsste, da es ansonsten keine Anzeichen für ein Ende zeigt. Die Glocke läutet seit 1840. Ja, was? Sie wurde von der Londoner Firma Watkins & Hill gebaut und wird von zwei Trockenbatterien angetrieben. Normalerweise würde man erwarten, dass solch primitive Batterien längst ihren Geist aufgegeben haben. Aber diese einzigartige Zusammensetzung der Batterien der Glocke hält sie nach wie vor am Leben. Obwohl Wissenschaftler verzweifelt 1840 hat er gesagt, wa? Versuchen, diese Zusammensetzung herauszufinden, ist die Glocke eines der ältesten laufenden Experimente der Welt und ihr vorzeitiges Ende wäre ein zu hoher Preis. Denn möglicherweise halten diese Batterien noch weitere 100 Jahre. Nepenthes. Nepenthes war eine Droge, die von den alten Griechen und Ägyptern verwendet wurde. Wie heißt es? Nepenthes. Nepenthes. Oder von den meisten Sachen bis jetzt hier in der Doku habe ich noch nie irgendwas gehört. Nepenthes war eine Droge, die von den alten Griechen und Ägyptern verwendet wurde, um Glück zu erzeugen und Schmerzen zu lindern. Sowohl in der Geschichte. Antikes Ecstasy. Als auch in der Mythologie dieser Epoche wird die Droge namentlich erwähnt. Ein Name, der übersetzt so viel bedeutet wie das, was den Kummer vertreibt. Oder wörtlich gegen den Kummer. Es ist klar, dass Nepenthes eine Art Antidepressivum oder Opioid war. Aber die Historiker haben keine Ahnung, welches und ob wir überhaupt etwas darüber wissen. Über die genaue Natur des Nepenthes gibt es viele Theorien. Dazu gehören Wermut, Hanf und Opium, was die gängigsten sind. Das Problem bei dieser Hypothese ist jedoch, dass Opium den Griechen bereits bekannt war und in der gesamten antiken Welt verwendet wurde. Sie stellten sogar ihre Schlafgötter mit Mohnblumen in der Hand dar. Warum also sollten sie einen neuen Begriff für eine weit verbreitete Droge schaffen und ihn nur in ausgewählten Quellen verwenden? Nepenthes. Antikythera. Ich bin immer noch raus, Digga. Antikythera. Oder DMT. Oder so, Bro. Es wäre schwierig, ein Video über geheimnisvolle, überraschend fortschrittliche antike Technologien zu machen, ohne den Mechanismus von Antikythera auch nur zu erwähnen. In einem Schiffswrack vor der Küste der griechischen Insel Antikythera gefunden, haben Wissenschaftler genügend Teile des Mechanismus zusammengesetzt und daraus Rückschlüsse auf seine Verwendung gezogen. So Zahnradi-Vibes, hä? Sie sind sich ziemlich sicher, dass es sich bei dem Mechanismus um ein Ureri oder ein mechanisches Sonnensystemmodell handelt. Das Rätsel besteht darin, dass es im 1. oder 2. Jahrhundert hergestellt wurde und ein so ausgeklügeltes Uhrwerk wurde in der Geschichte erst 1200 Jahre später wieder gesehen. Digga, kannst du mir sagen, was du willst? Ich bin mittlerweile fast überzeugt davon, dass es auf jeden Fall Kulturen vor uns gab, die wesentlich schlauer waren als wir und Dinge gewusst haben, die wir heute nicht mal ansatzweise verstehen können. Schwöre ich dir. Der Mechanismus verfügt über mindestens 37 ineinandergreifende Zahnräder und alle beweglichen Teile waren in der Lage, die Bewegungen der Himmelskörper ziemlich genau vorherzusagen. Obwohl andere ähnliche Vorrichtungen in verschiedenen Texten aus dieser Zeit erwähnt wurden, ist keine gefunden worden, die auch nur einen Bruchteil der mechanischen Komplexität des Mechanismus von Antikythera aufweist. Antikythera. Sacsayhuaman. Das ist krass.
Das ist krass. Sacsayhuaman ist eine Inka-Festung. Das kenne ich. Erste, was ich kenne. Aus dem Jahr 1400, die etwas außerhalb von Cusco in Peru liegt. Was die Anlage genauso beeindruckend und rätselhaft macht, sind ihre Mauern, die aus gestapelten Steinen errichtet wurde, die jeweils etwa 100 bis 120 Tonnen wiegen. Darüber hinaus haben die massiven Steine glatte, polierte Oberflächen und fügen sich sauber aneinander, was darauf schließen lässt, dass sie in einer Art Brennofen geschmolzen und wieder gehärtet wurden. Kein Brennofen könnte jemals so groß sein, schon gar nicht vor 600 Jahren. Brennofen mit 100.000 Tonnen oder was? 100 Tonnen meine ich. Die Forscher sind sich uneins darüber, wie die Steine geformt wurden. Einige vermuten ein sehr komplexes System aus Spiegeln und Glas, um die Sonnenenergie zu nutzen und zu verstärken. Aber es gibt keine Aufzeichnungen über ein solches System. Andere hingegen vermuten, dass die Wände ursprünglich sehr zerklüftet waren. Ich vermute, es waren die Aliens, Bro. Bis jetzt ist es raus. Natürliche Brände, die Steine. Team Norman, Digga. Teilweise zusammenschmelzen ließen. Experimente haben jedoch gezeigt, dass normales, nicht isoliertes Feuer nicht heiß genug werden konnte, um den Stein so zu beeinflussen. Da sind sie doch. Unsere geliebten Pyramiden. Pyramiden von Gizeh. Wie der Antikythera-Mechanismus sind auch die Pyramiden von Gizeh ein Muss, wenn es um antike, technische Geheimnisse geht. Die großen Pyramiden haben die Welt seit tausenden von Jahren vor ein Rätsel gestellt und in all dieser Zeit war niemand in der Lage, schlüssig zu bestimmen, wie sie entstanden sind. Die Bauwerke bestehen aus tausenden von Steinblöcken, die jeweils Dutzende und Hunderte von Tonnen wiegen. Bei dem Versuch zu erklären, wie die alten Ägypter diese Steine bewegt, geformt und gestapelt haben, haben Wissenschaftler Dutzende von Theorien entwickelt. So viele Theorien, dass sie zur besseren Vergleichbarkeit in Kategorien angeteilt werden. Es gibt die Theorien der geraden Rampen, die Theorien der Zickzackrampen, die Theorien der inneren Rampen, die Theorien des Wassers, die Theorien des Betons und sogar einige. Alles Verschwörungstheoretiker, Bro. Die von ungewöhnlichen, komplexen, großen Maschinen ausgehen, deren Konstruktion der Zeit zum Opfer gefallen sind. Damaszener Stahl. Damaszener Stahl war ein Metall, das im Mittelalter im Nahen Osten verwendet wurde und einen legendären Ruf für seine Damaszener Stahl und seine Fähigkeit, die schärfsten Kanten zu formen hatte. Trotz der relativ weiten Verbreitung der Klingen in der antiken Welt und trotz ihrer rund 1100-jährigen Herstellung ist die Formel für die Herstellung der Klingen im Laufe der Zeit einfach verloren gegangen. Viele Theorien haben versucht, den allmählichen Niedergang der Technik zu erklären, wobei sie sich in der Regel auf die Geheimhaltung des Prozesses und die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Beschaffung der erforderlichen Erze konzentrierten. Ebenso haben viele moderne Schwertschmieden mit unterschiedlichem Erfolg versucht, die einzigartigen Eigenschaften der Klinge nachzubilden. Keiner hat seine Ergebnisse bisher als perfekt bezeichnet. Krass, Mann, Alter. Technologien können einfach verschwinden, überleg mal. Stradivari. Stradivari. Oben auf der Liste der berühmtesten Musikinstrumente der Geschichte stehen die wenigen Streichinstrumente, die nachweislich vom Meister Antonio Stradivari und seiner Familie in den 1600er und 1700er Jahren gebaut wurden. Stradivari-Instrumente sind für ihre unvergleichliche Klangqualität bekannt und die meisten der besten Spieler der Welt verwenden sie als ihr Hauptinstrument. Etwa 600 dieser Instrumente sind bis heute erhalten geblieben, wobei jedes Jahr mehr von ihnen dem Zahn der Zeit zum Opfer fallen und das Rezept für ihre Reproduktion verloren geht. Die Instrumente sind seit Jahrhunderten Gegenstand intensiver Untersuchung, der verschiedene Forscher versuchen, ihre einzigartigen Eigenschaften zu erklären oder sie ganz zu kopieren. Es wird immer noch heftig darüber diskutiert, ob die Instrumente wirklich überlegen sind oder nur das Ergebnis einer erlernten Voreingenommenheit. Neuere Studien. Es kann auch einfach so mythosmäßig sein, ne? Also, dass man sagt so, okay, man denkt halt, dass die krasser sind, aber heutzutage sind die genauso krass.
Oder ist halt wirklich in der Konstruktionstechnik irgendwas anders als heutzutage? Bei denen moderne Technologien wie Röntgenstrahlen und CT-Scans zum Einsatz kamen, haben in der Tat einige ungewöhnliche Eigenschaften bei den besten Stradivari-Instrumenten festgestellt. Am häufigsten scheint es, dass ihr Holz ungewöhnlich dicht ist, was zu einer besseren Resonanz beitragen kann. Mhm. Cooles Video, Mann. Man hat auf jeden Fall gelernt. Hast du was gelernt? Mathematik, Mathematik, überall Mathematik. War doch bestimmt mindestens ein Ding dabei, was ihr nicht kanntet, oder? Der ein oder andere Schlaumeier hat bestimmt auch schon mies recherchiert vorher und kannte alles. Gib mal Feedback.